Hallo und Servus und ich begrüße Sie hier vom Start der Regensburger Herbstduld 2022. Zwei Wochen voller Gaudi, voller vieler neuer Fahrgeschäfte und natürlich voller viel Bierzeltstimmung. Und da wurde auch gerade die Duld offiziell durch Regensburgs Oberbürgermeisterin Gertrud Malz-Schwarzwischer eröffnet. Wie war es anzapfen? Unsere Kamera hat auch ein bisschen was abbekommen. Ja, ich glaube, ein bisschen Action muss auch immer dabei sein. Das ist ja Fahrt mit einem Schlag, ohne Spritzen. Ist ja langweilig. Ich bin jetzt immer noch aufgeregt, jedes Mal. Weil jedes Fass ist anders und jedes Mal ist irgendwie ein bisschen anders. Das sind ja, die leben ja, die Fässer. Die sind ja aus Holz. Das bewegt sich ein bisschen, manchmal verkantet sich was. Also, man kann es vorher nicht sagen. Und mit einem Schlag habe ich eh noch nicht geschafft. Zwei war bisher mein Rekord. Was für ein schöner Auftakt hier von der Regensburger Herbstduld 2022. Und am Sonntag geht es dann auch schon weiter mit dem großen Umzug der Schützen. Die starten am Domplatz und gehen dann ins Hahnzelt. Und da findet dann auch die Saisoneröffnungsfeier der Eisbären Regensburg statt. Viel geboten also. Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei Ihrem Duldbesuch. TV Bayern Live zeigt Ihnen Bayern von seinen schönsten Seiten. Immer samstags 17.45 Uhr auf RTL Bayern und sonntags auf allen 14 bayerischen Regionalsendern. Und im Anschluss in den sozialen Netzwerken und auf TV Now.